Wir stehen hier mal wieder im HKW und gehen gleich zur Preisverleihung und wir sind schon sehr gespannt, welcher Kurzfilm und welcher Langfilm gewinnen wird. Und was sagst du dazu? Genau, ich bin auf jeden Fall auch schon sehr gespannt. Heute werden ja gleich 4 Preise verliehen, wenn ich mich nicht täusche. Einmal von der Erwachsenenjury, von der Internationalen und einmal von der Jugendjury. Ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt selber ein paar Filme gesehen. Mal gucken, ob die für immer einen Preis gewinnen. Ich weiß es nicht, aber ich bin sehr gespannt. Irgendwelche Favoriten? Ich fand tatsächlich Cobain ziemlich gut. Der hat mich ziemlich ergriffen. Der vielleicht, das wäre ganz schön, wenn er gewinnen würde. Ja. Ja, dann sind wir gespannt und gehen jetzt mal los. Wie fandet ihr denn den Film? Den zweiten? Sehr schön, sehr stark und intensiv. Wir waren erstaunt, dass solche jugendlichen Personen und die Judges so einen Film ausgewählt haben. Und wir dachten, dass die sich für solche Themen, auch sehr junge Leute heutzutage, sich für solche Themen jetzt sehr schwere und schwierige Themen interessieren. Es hat mir nicht Spaß gemacht, ihn zu schauen, aber ich fand ihn auch nicht sehr berührend. Ja, also ich fand das Thema fand ich ziemlich interessant, auch ziemlich gut umgesetzt, so von den Bildern her, die fand ich richtig super, also die Landschaftsaufnahmen und alles Mögliche, aber ich fand es viel zu lang irgendwie, also es war wirklich so langatmig, ich dachte mir so nach den letzten paar 20 Minuten hätten sie schon öfter mal jetzt einfach aufhören können, aber das Schwarz-Weiß hat auch richtig gut gewirkt und alles, also ich fand es schon gut, aber ein bisschen zu lang. Ich bin auch gleicher Meinung wie Maya und zwar, ich fand die Aufnahmen extrem schön und fand das irgendwann aber auch zu lang irgendwie, dass die Aufnahmen alle so extrem lang waren mit der Musik dann zusammen. Aber das Schwarz-Weiß, die Aufnahmen fand ich extrem schön, vor allem die Wasseraufnahmen auch zwischendurch und die Naturaufnahmen generell fand ich extrem schön und das Thema fand ich auch gut umgesetzt. Fandet ihr denn, dass der Film verdient gewonnen hat oder hättet ihr lieber einen anderen Film den Preis bekommen sehen? Also jetzt mal, um ganz ehrlich zu sein, habe ich keinen anderen Film gesehen. Das ist ein bisschen schwach, aber wir haben die Karten halt von unserer Schule bekommen und dann dachten wir, gehen wir doch nochmal hin und gucken, wer gewonnen hat. Und von daher kann ich da jetzt nicht so viel sagen. Genau. Also wir sind zusammen auf der gleichen Schule. Und aber ich bin ganz zufrieden eigentlich mit dem Film gewesen, sodass der jetzt gewonnen hat, sehe ich auch völlig ein, auch wenn ich jetzt keinen anderen noch dazu gesehen habe. War das verdient, dass die Aufnahmen, dass dieser Film gewonnen hat, ja. Ja, ich fand den ersten sehr artistisch und die junge Schauspielerin war sehr beeindruckend. Ja, ich auch, der Film war sehr langsam, aber auch sehr emotional, viele Emotionen und die Bildern waren sehr schön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Willkommen bei Bärenstark. Breaking News. Wir waren gerade in der Preisverleihung. Und es war durchwachsen, sagen wir es so. Willst du uns vielleicht sagen, welcher Langfilm gewonnen hat? Ja, gewonnen hat der Langfilm Fortuna, der wurde ausgezeichnet von der Jugendjury, hat den Langfilmpreis gewonnen, wurde aber auch ausgezeichnet von der internationalen Jury, die hat gleich 2 Preise abgeräumt, das kommt jetzt auch nicht so oft vor. Der Film wurde jetzt gerade noch gezeigt. Wie fandest du den Film? Ich muss sagen, ich fand den Film, ich weiß nicht ganz, wie ich den Film fand, weil ich mich nicht wirklich reinfinden konnte. Ich habe nicht so richtig verstanden, worum es gehen soll. Vielleicht ist es auch einfach, weil ich nicht richtig aufgepasst habe, aber ich habe es nicht richtig verstanden. Und du? Das war jetzt für mich der dritte Film, den ich dieses Jahr auf der Berlinale gesehen habe. Meiner Meinung nach der beste. Ich fand ihn einmal von der Kamera und den Einstellungen, der ganze Film war in Schwarz-Weiß gedreht und dann 4:3 Format oder sowas gedreht. Also das Bild war wirklich sehr klein, das war alles sehr ungewöhnlich. Das fand ich, hat mich irgendwie schon mal am Anfang ziemlich fasziniert, hat mich direkt reingezogen. Deswegen konnte ich auch ziemlich gut der Story folgen, die ich auch sehr bedrückend und grundumgesetzt fand. Also mich hat der Film wirklich beeindruckt. Ich fand ihn vielleicht auch ein bisschen langatmig. Du nicht?
Doch, da muss ich dir zustimmen. Das wäre für mich auch so das, was ich kritisieren würde. Der Film wirkte am Ende auch durch des Öfteren so, als ob er jetzt mal aufhören könnte, ging dann aber doch noch länger und das war ein bisschen nervig, ja, muss ich dir zustimmen. Das war's für heute mit unseren Breaking News. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Bärenstark.